Diese Ziegen könnten Leben retten. Carson Helton bewacht seine Herde, während sie auf einem Hügel nördlich von Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien grast. Die Ziegen sollen dabei helfen, die umliegenden Häuser vor einem möglichen Waldbrand zu schützen. 150 Ziegen, die grasen, im Vergleich mit 250 Feuerwehrleuten, die in diesem Tal ein Feuer bekämpfen müssen, das ist doch simpel. Auch 10 Leute hier mit Rasentrimmern, die 20, 25 Tage lang Krach machen, die wären nicht so effizient wie die Ziegen. Grasendes Vieh zu nutzen, um Waldbrände zu verhindern, ist nicht neu. Doch seit den verheerenden Waldbränden in Kalifornien 2017 und 2018 wird die Methode jetzt großflächig eingesetzt. Das hilft sehr. Wir wollen den Brennstoff eliminieren, der dem Feuer hilft, zu den Bäumen überzuspringen. Diese toten Büsche hier, das ist der Brennstoff, den wir eliminieren wollen. Wir haben Zeit, unsere Ressourcen so einzusetzen, dass wir die Strukturen schützen können, die bei einem Brand hier bedroht wären. Feuer bekämpfen mit Ziegen, effizient und ökologisch.